Hallo und willkommen bei einer neuen Folge SnowRunner. Ihr seht's, ich bin wieder mit meinem Lieblings-Kraft-LKW unterwegs. Und muss insgesamt 6-mal meine Ölfässer holen. Erst in eine Richtung und dann wieder komplett in die andere zurück. 3 Plätze kann ich erladen. Sollte alles kein Problem sein oder werden. Weil einfach ein schöner LKW. Hat Kraft ohne Ende. Ist allerdings auch recht groß, beziehungsweise lang. So, 3-mal, danke. Den Weg kenne ich ja mal im Schlaf. Da ist ja mein Lieblingsmatschloch. Mit dem hier ist es kein Problem, da geht er durch. Ups. Ja, macht die Straßenmeisterei wieder neu. Da ist das beim Matschloch. Oh. So weit wollte ich nicht ausholen. Kein Problem für das Ding. Schon das Öl raus aus den Containern hier. Aus den Fässern. Jetzt was hier ums Eck, genau.
Da steht noch der LKW mit Anhänger, muss ich auch noch machen. Stimmt, da war ja noch so ein Container mit drauf. Das ist nur echt blöd, dass der nicht angehängt ist. Kann ich den ja komplett mitziehen, aber das geht nicht. Das hier aber auch mit dem Großen wir bestimmt machen. Und das wird das nix. Ersatzteile für Bohrung, Unterkunft, hohe Ausrüstung, übergroße Fracht. Aha. Spannend, ob ich so einen Helikopter auch noch rumfahren muss. Zwei, drei. Jetzt einmal bergen. Aber da wäre ja Quatsch. So fahre ich kurz zur Tanke. Nicht schneller. Bisschen nervt es, dass der LKW so arschlaut ist. Die anderen sind nie so laut. Deswegen bringt es auch nichts, die Lautstärke da runter zu drehen. Das ist ein bisschen blöd. Ich meine, hier in der Kabine geht's, aber da fahre ich sehr ungern damit. Es gibt ja einige, die fahren nur in Ansicht, aber nee. Muss da schon von draußen alles sehen.
Oh, moin Meister, nochmal 3 Stück. Okay. Was denn jetzt? Komm, ruhig hier. Jetzt muss ich doch mal kurz schauen. Haben wir da schon da oben? Ja, eigentlich hier komplett durch, dann da rein, dann den Weg hoch. Also streckentechnisch ist die Mission hier überhaupt nicht schwer. Gut, ich muss einmal mit Anhänger oder großer Fracht fahren. Geht es auch. Mal was Entspannendes. Ich wollte mal schauen, was 38% habe ich schon und ist gut. 15 Missionen von 46. Das ist jetzt auch noch nicht so die Welt. Was ich gesehen habe, es sind schon noch ein paar Hammer-Missionen dabei. Also was sehr viel Zeit kostet und da schwierig ist. Einmal hier links bitte. Jetzt geht es ein bisschen querfeld ein. Und da oben ist schon der Landeplatz.
Achso, was ich auch schon mal fragen wollte, spielt ihr? Was spielt ihr? Oder wo? Spielt auf der PlayStation? Xbox weiß ich gar nicht. Switch gibt es das Spiel noch? Vor allem mit was? Gibt ja einige, die spielen es mit Maus und Tastatur. Was ich ein bisschen komisch finde, weiß auch nicht. Da so zu steuern. Dann sehr viele mit Lenkrad. Was ich da auf Twitch gesehen habe. Reizt mich jetzt persönlich nicht so, da die ganze Zeit das Lenkrad hier am Tisch zu haben. Wenn ich es wieder nicht brauche, wieder abzubauen. Oder halt mit Controller, was ich mache. Was deutlich angenehmer ist. Die ganzen Lenkbewegungen da schön zu machen. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Komm, hoch mit dir jetzt. Da ist es schon das Ziel. So, dreimal. Ja. Na gut. Was soll ich noch sagen? Auftrag beendet. Und somit auch wieder die Folge. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zur nächsten. Tschüss.